Das Wichtigste in der Teamarbeit ist eigentlich die Kommunikation, dass man sich klar ausdrückt, dass man nicht aneinander vorbeirät, was gern passiert. Das unmittelbare Team, das ich jetzt seit 1,5 Jahren circa leite, das sind 4 Mitarbeiter, ein sehr junges Team, das wirklich sehr offen und begeisterungsfähig ist. Was macht uns zum Team, dass wir uns auch privat gerne mal treffen? Und wir reden auch viel an, auch wenn einer Probleme hat. Das darf man dann auch mal sagen. Wenn wir mal einen Ausfall haben, also da gibt es überhaupt gar kein Thema, dass man darüber diskutieren muss. Wir helfen uns gegenseitig. Wir haben auch regelmäßig, dass die Mitarbeiter gemeinsam miteinander essen gehen, Lehrlingsfeiern, Weihnachtsfeier ist eine gemeinsame. Im Lager, es gibt manche, die dann sehr gern Skitouren gehen. Da redet man sich ab und zu zusammen. Bei uns in der Abteilung sind die größten Events eigentlich die Tagungen mit den Kollegen vom Außendienst. Da kommen wir 4-mal im Jahr in Kontakt. Meine Chefin ist für mich eine Respektperson. Ich sehe sie als Chefin an. Trotz alledem ist es freundschaftlich. Wir stimmen uns sehr kurzfristig ab, sehr genau über alles. Wir können über alles reden. Jeder ist für jeden da, dass man einfach gemeinsam weiterkommt.